keine Stealth-Kills, weil ich ja nichts töten durfte. Aber ich habe ein bisschen was auf Assault, glaube ich. 2 Kampf-Knockouts. Ja. Boah, wir haben 42 Minuten für diese Mission gebraucht. Und das war ja eigentlich nicht mal was. Wir haben einen Körper versteckt. Yeah. Und? 3 versteckte Wege gefunden, tatsächlich. Nicht schlecht. Oh mein Gott, wir haben mal einen Ghost am meisten. Was ist los? Unglaublich, ey. So. Können wir vor der nächsten Operation mal auspennen? Hast gerade erst in Kuba am Strand rumgehangen und bist jetzt in Mexiko. Wenn mich Patrouillenboote beschießen, erhole ich mich so schlecht. Warum ruckelt das gerade so? Bitte sag mir, dass du neue Informationen über das entführte Schiff hast. Die ganze Flughafenbesatzung ist vor 5 Minuten abgehauen, und zwar ohne ein Wort. Klingt ganz so, als würden wir Ärger kriegen. Wir wollten die Drohne starten und sehen, was los ist, aber jemand stört das Bildsignal. Startet, und zwar so schnell es geht. Es sind Fußsoldaten, sie wollen uns flankieren. Okay, ihr drei. Gebt hier in Stellung und nehmt sie unter Beschuss. Grim, solange die angreifen, können wir nicht starten. Ich treffe die Vorbereitungen. Okay, was ist jetzt los? Wer ballert auf uns? Was habe ich hier für... Hallo, ganz normal. Warum stehe ich hier eigentlich so direkt mitten wie der Held von Amerika? Oh, ich habe was getroffen! Alter! Okay, gerade habe ich mich noch beschwert. Hauptsache, sie ist tot und annulliert. Und jetzt? Wer flankiert uns denn hier überhaupt? Nur eine kleine Einheit. Ich hab danach den Rest aufgehauen. Ich übernehme das. Geh runter und greif sie an. Wer geht runter und greift sie an? Ich gehe bestimmt nicht raus. Ich habe mich zwar die ganze Zeit über den Ghost Steel aufgeregt. Das gebe ich zu. Aber ich gehe nicht freiwillig aus dem Schiff. Scheiß Camper. Bewegungen hinter den Hangar. Was kann ich besser aus angreifen? Was? Ach so, da runter, tatsächlich. Seid ihr behindert? Ja, wenn ich jetzt hier nicht noch bei sterbe bei der Aktion. Ihr Schweine, ey. Ja, ich hätte mal Munition mitnehmen sollen. Ich hasse es, wenn ich mit der Pistole angreifen muss. Sag mal, ganz aufwendig hier. Alter, ne, ich schwör's dir. Wow, da ist irgendein Motor. Darf ich jetzt hier wieder weggehen? Ihr seid doch so ein Wichser, dass ihr mich hier alleine runterlässt, ohne Scheiß. Ich geb dir gleich Granate. Granate! Sam, weitere Gegner auf Transportern. Oh, ey, ja. Da, ich jetzt hier wieder rein.
wieder mal. Ich hab keine Lust mehr mit euch zu spielen, ey. Triebwerke laufen. Da wollen die mich alleine stehen haben. Wisst ihr, ey, das ist doch... Hier gibt's nicht die Entdeckung für zwei. Geh auf die Startbahn. Ich geb dir Feuerschutz. Ja, gib auf die Startbahn. Lass dich noch am besten direkt von allen abballern. Alter, ne, ihr bringt mich um. Okay, jetzt brauche ich mich auch wieder hier. Da stellen die sich direkt hintereinander. Wie könnt ihr euch denn treffen lassen, Mann, ey? Lautloser Kill. Nehmen wir jetzt immer durch, oder was? Oh, wo sind denn hier die nächsten? Komm her. Glaub, wir sind sicher. Bestätigt. Alle an Bord und nicht wie weg hier. Verstanden. Oh. Schaff Holly ins Lazarett. Das sieht ja cool aus. Schnell rein! Muss unverzüglich starten. Die Landebahn orbit. Sam, hab die Drohne reaktiviert. Still auf Briggs Offset um. Sadiq will das Flugzeug unbeschädigt. Die können uns nur am Boden halten, wenn sie die Triebwerke ausschalten. Verstanden. Leiter auf mein Offset um. Was denn? Rakete abfeuern, Waffe wechseln, heranzoomen. Okay. Wir ballern lieber mit Raketen. Gegner nähern sich von links dem Flugzeug. Feindfahrzeug ausgeschaltet. Treffer bestätigt. Sauberer Treffer. Triebwerk. Ach, das ist... Ah, oh, wie süß. Das ist unseres. Mein Gott, dieses... Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie die wieder in die... Ob die wirklich... Ja, ich komme nicht weiter! Ey, das ist doch... Okay, einfach. Tödlicher Treffer. Abschuss. Boom! Ja, aber jetzt wissen wir wenigstens, wie... Das ist nicht alles. Mehrere Fahrzeuge nähern sich unserer Position. Das sehen aus wie Audis oder so, die da fahren. Deswegen finde ich das irgendwie so lustig, dass das so gefährlich irgendwie ist, angeblich. Ich sehe Staubwolken, weitere Trucks im Anmarsch. Wir müssen abheben, jetzt! Verstanden. Go! Wusch! Und der Trikopter, der bleibt einfach irgendwo. Aber wenigstens wissen wir jetzt, ja, der Paladin ist am Landen. Tatsächlich. Was auch immer das jetzt für Flugfeld. Okay. Stealth Knockouts. Ja, viel. Wir haben tatsächlich was im Panther geschafft, was mich überrascht. Wir haben 2 Stealth Kills. Was uns 150 Punkte gibt. Yeah. Und 17 Kampfkills. Oh, schön. Wunderbar. Wahrscheinlich hätte ich ein bisschen mehr töten müssen, aber okay. Who cares? Ich war nicht auf diese Situation vorbereitet, Mann. 120 Minuten. Ja, wir haben es nur 9 Minuten geschafft. Wuhu! Wer braucht denn bei sowas 20 Minuten? Das sind wahrscheinlich auch Anfängerzeiten, ne?
Ich gehe mal von aus. Yeah. Und wie viel Geld gibt's das jetzt? Auf 45.000. Ganz schön viel, ne? Briggs, was gibt's? Beobachte Tankerbewegungen im Golf. Eine Schiffsbesatzung musste wegen einer Lebensmittelvergiftung ausgetauscht werden. Charlie? Das solltet ihr euch ansehen. Hab Hilfe von Leuten aus Fort Meade bekommen und die IP-Adressen der Typen aus Philadelphia zurückverfolgt. Das sind Daten der Servers, den die Engineers für ihre Operation in Amerika benutzt haben. Ich habe Kennungen, Adressen. Nur Kleinkram. Was meinst du? Das ist nur weißes Rauschen. Vor Blacklist Zero hatten wir tausende Treffer wie diese. Das sagt nichts darüber aus, was Sadiq sich von Blacklist verspricht. Dachte, der will, dass die US-Truppen abziehen. Das wird nie geschehen, das weiß Sadiq. Briggs hat recht. Wir stellen die falschen Fragen. Wenn er nicht... Was sind das für Bilder die ganze Zeit? Werden wir gerade gehackt? Was hat er dann wirklich vor? Er hackt sich bei uns rein. Kapp die Verbindung. Diese Daten sind verdächtig. Überprüft mit Briggs den Tanker und seine neue Besatzung. Da ist mehr dran. Wird gemacht. Gwyn, jag unsere Daten als SMI. Versuch rauszufinden, was Sadiq will. Selbst wenn wir Benzin stoppen, wissen wir nicht, was Sadiq will. Ja, besser denn, wir fassen einen seiner Männer. Oh. Wirklich klug. Ich bin drin. Sie haben den Köder geschluckt. Der Kleine kann unterbrechen, was er will. Seit 5 Minuten kontrolliere ich Paladin. Gut. Oh, scheiße. Und wann kommt der Tanker? Treffen mit Team Echo in 2 Stunden. Aufprall auf Ziel in 4 Stunden. Direktive Vorbereitung? Bunkeranlage F meldet Alarmstufe gelb. Washington überträgt bereits geheime Daten dorthin. Gut. Noch ein Tropfen und das Fass läuft über. Nehmen wir den Treibstoff? Ja. Ich will, dass bei meiner Landung die ganze Küste brennt. Beginn mit Fischers Flugzeug. Er wird sich für unsere Ziele interessieren. Zeit zu gehen. Oh oh. Oh, das ist jetzt aber spannend. Das ist jetzt wirklich spannend, muss man ganz ehrlich sagen. Amerikas Benzin. Wir wissen jetzt, dass er sich quasi hier reingehackt hat. Grim, was Neues von Vic? Die Ärzte sagen, es geht ihm besser. Die Hauttransplantate verheilen nur langsam. Wann ist er wieder auf den Beinen? Schwer zu sagen. Danke, dass du am Ball bleibst. Kein Problem. Na. Sollen wir mal wieder hier was rein investieren? Oh ja. Und zack, schon kein Geld mehr. Was habe ich denn jetzt gemacht? Zeigt sekundäre Ziele aus größerer Entfernung an. Oh, geil. Geil, das freut mich aber. Doch, das finde ich gut. So, wollen wir jetzt auch noch mit der lieben Sarah nochmal sprechen? Ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Ja, aber ich kann Charlie nicht bezahlen gerade. Hallo? Bist du das, Dad? Ja. Sarah, du musst etwas für mich tun. Was ist denn? Stimmt was nicht? Hör zu, jemand aus Vicks Firma ist auf dem Weg zu dir. Ich will, dass er auf dich aufpasst. Was ist los? Ist jemand hinter mir her? Wieso ich? Die Leute, die hinter Blacklist stecken, wissen, wer ich bin. Das bedeutet, dass sie auch dich kennen. Ich will, dass du sicher bist. Der Zug ist längst abgefahren, Dad. Okay, schick den Bodyguard. Aber du bringst es zu Ende, oder, Dad? So schnell es geht. Hab dich lieb. Ich dich auch, glaube ich zumindest. Wie, sie glaubt das nur? Was ist das denn für eine Tochter? Ich engagiere hier so einen sexy Bodyguard für die und dann... Ja, ich glaube, ich liebe dich auch. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Hey, Briggs. Ist ganz schön abgegangen in Mexiko. Ist Olli okay? Sie verarzten ihn, wird schon wieder. Und wie geht's dir? Ganz ehrlich, es macht mir Sorgen, was Nuri gesagt hat. Dass Sadiq es auf uns abgesehen hat? Dass Sadiq alles über uns weiß. Gute Arbeit, Briggs. Wir sehen uns später. Gute Arbeit, Briggs. Ja, ja. What the fuck, einfach nur. Wo kommen wir denn zu Charlie hin? Wo ist denn hier die Krankenstation? Wo ist denn hier Olli? Ja, Olli ist ja hier gar nicht. Das ist ja Betrug. Wozu hat man sich eine Krankenstation eingebaut, wenn man sie dann letztendlich doch nicht so am Nutzen ist, wie man sie eigentlich nutzen wollte? Wo ist Charlie? Hey, ach da. Hallo!
Abram sagt, du machst Kartelle für den Angriff auf der Startbahn verantwortlich. Ja, ich meine, wäre durchaus möglich. Wieso? Einer meiner Kontakte sagte, es wäre ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt worden und die wollten es haben. Mexiko-Drogenkartell. Naja. Verschweigst du mir irgendwas? Ach komm schon, Sam, ein Bauchgefühl hast nicht nur du. Tja, da hat er wohl recht. Das lässt erstmal. Okay, cool. Sag, wenn du was brauchst. Ich finde, die Mimik von Charlie ist wirklich sehr gut gemacht. Also es ist mittlerweile wirklich unglaublich, wie viel Mimik und Gestik man ins Gesicht packen kann, wie viele Gefühle man einfach dadurch zeigen. Und ich würde sagen, wir starten mit der nächsten Mission. Werden die aber wahrscheinlich nicht komplett durchspielen. Sage ich jetzt schon mal. Komm schon, Mann, rede mit mir. Negativ, Briggs. Mit der Nummer in Guantanamo habt ihr euch wahrlich keine Freunde gemacht. Es war nötig. Und das Ergebnis war gut, oder? Du weißt, dass sich keiner für Ergebnisse interessiert. Du hast die CIA wirklich schlecht aussehen lassen. Du hast den Hauptzeugen aus dem Spiel genommen, auch wenn der nur ein Köder war. In Langley mag man sowas nicht. Was soll das heißen? Das heißt, dass du nicht mehr anrufen und bei deinem neuen Arbeitgeber bleiben solltest. Oh, Briggs ist aus der CIA quasi damit offiziell disqualifiziert. Ups, fange einen Treibstofftanker ab, von dem man annimmt, dass er das Ziel des Angriffsschlags ist. Aber warum, was bringt's denn, wenn die einfach ein Schiff versenken, wo niemand drauf ist, nur Sadiq und seine Leute? Danke, sag Bescheid, wenn Oliver braucht. Keinen Sinn. Nein. Abgesehen von oberflächlichen Schäden ist das Flugzeug siehst du genau okay. Sehr gut. Charlie, was? Gibt's was Neues über das gekaperte Schiff? Arbeite noch dran. Die nennen den Angriff Amerikas Benzin. Ein Tanker wäre eine teuflische Waffe. Scheiße, was ist passiert? Tja. Was guckst du mich an? Rim? Das SMI spricht nicht an. Bin ausgesperrt. Charlie? Versuch's zu umgehen. Briggs, ändert sich was? Gar nichts. Kontrollier das Licht und internen Funk. Hier Cockpit. Wir verlieren an Schub. Wie lange können wir gleiten? Ein paar Minuten. Navigationssysteme ausgefallen. Steuerung nur manuell möglich. Überprüfen die Schalttafel. Ich kann so schnell nichts machen. Ich weiß ja nicht mal, wie sie die Kontrolle übernommen haben. Dann beeil dich ein bisschen. Sprich mit mir, Mann, verdammt! Cockpit, was ist los? Hier, Co-Pilot. Brauchen Sanitäter. Was ist? Der Captain. Ihn hat's am Kopf erwischt, als wir abgeschmiert sind. Sieht übel aus, er wacht nicht auf. Wiederhole, Pilot ausgefallen. Flugzeug unter Kontrolle. Scheiße. Triebwerksausfall. Versuche Neustart. Bin aus dem Navigationssystem ausgesperrt. Kannst du so fliegen? Ja. Ich meine nein. Ich kann manuell das Beste daraus machen und uns im Gleitflug halten. Aber es ist ein zweiter Pilot nötig, um alle Steuerelemente bedienen zu können. Ich will gar nicht wissen. Nein, ich will nicht. Ich will das Ding nicht fliegen. Brick, sieh nach dem Piloten. Wo gehst du hin? Ich hol Corbin. Höhe 80. Oh mein Gott, Corbin holen. Warum soll ich den jetzt holen? Komm schon, Charlie. Hey, lass mich ran. Wir stecken in der Scheiße und nur ich kann... Ja. Der Pilot ist bewusstlos. Scheiße! Und der Co-Pilot? Der steuert manuell, aber... Schon klar, er braucht Hilfe dabei. Ach, der kann fliegen? Okay, das wusste ich nicht. Strom ausschalten, Notstrom deaktivieren, System neu starten. Okay, ich muss ins Cockpit. Lass mich raus, Fischer. Fischer, lass mich raus. Ja, wir haben keine andere Chance. Ich regle das mit dem Strom. Wenn du schon mal da bist, wirf Ladung ab. Bringt uns Zeit. Briggs. Lauf zum Heck des Flugzeugs. Wir müssen sofort Ladung abwerfen. Auf dem Weg. Wenn du jetzt hier am Gehen bist. Was ist so geil gemacht eigentlich? Kann ich jetzt mit meiner Tochter... Wo ist das Telefon? Die Tür der Ladebucht ist auf. Oh oh. Na okay, wenigstens hat er die Tür selbst zugemacht. Wir sind so schwer. Heli abwerfen. Heli abwerfen?